Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dying Light 2. Heute geht es weiter mit der Hauptquest endlich mal wieder. Also, ja, wir haben schon lange nicht mehr gemacht. Und ja, nach der Hauptquest, nachdem wir das hier der einzige Ausweg mit Harkon abgeschlossen haben, werden wir wahrscheinlich dann hier... Vor allen Dingen, weil man kriegt ja hier... Man kriegt ja hier nochmal Hemmstoff, was, glaube ich, sehr gut ist. Und noch das hier, was auch immer das ist. Aber jetzt schauen wir uns erstmal hier, wie gesagt, die Hauptquest an. Kann ich eigentlich hier springen? Nee, ich kann hier am Bazar gar nicht springen. Ja, ja, die Abtrünnigen greifen an. Alles klar. Das wird wahrscheinlich auch nochmal eine Quest sein. So, jetzt aber erstmal. Lukas umbringen. Jemand mit Eiern aus Grobstahl, der ein Exempel statuieren wollte. Oh, da ist übrigens hier in der Richtung ist außerdem auch... Ich hätte gern was für die Karte. Ach so, das war das. Hä? Hä? Ach so, weil hier das Tor nochmal ist. Ich denke mir gerade, hä? Der... Ha! Alter Schwede, hat das Waffe ziemlich gerade erschreckt. Alter Schwede. Ich dachte gerade, holy shit, warum ist der Marker denn wo ganz anders? So, dann hier hoch. Rüber. Oh, seid ihr böse oder? Oh, ihr seid wieder so komische Buchtypen, oder? Möge ah, ne, ihr begrabt hier jemanden. Ewig weiterleben. Lasst uns immer seiner gedenken, wenn wir einen guten Rat brauchen, ein paar aufmunternde Worte oder um nachts friedlich zu schlafen. Genauso war Gerard. Sein Interesse lag immer bei seinen Mitmenschen. No. Alright. Bisschen traurig. Schau mal hier. Ist hier ein... Okay, ist ein Fenster. Ist da was drin? Ja, sind welche drin. Es ist aber auch gut Stuff drin, muss ich gestehen. Oh. Windrad Lärchen. Hat Werder gerade Hilfe geschrien? Eine Begegnung oder? Ja, okay, eine Begegnung. Und hier Windrad Lärche. Unbekannter Ort. Okay, schauen wir erstmal. Warum auch immer das gerade nur... Okay. Wie gesagt, die können wir leider... Wobei, wir sind auch schon Stufe 2, oder? Doch, wir sind inzwischen schon Stufe 2. Wir sind schon Stufe 2, also können wir die ohne Probleme platt machen. Ich glaube halt wirklich, weil letztes Mal waren wir noch Stufe 1 und da ging das nicht so ohne weiteres. Vielleicht ist es auch Zufall. Ernsthaft? Ernsthaft? F you. Oh, hallo. Okay. Machen wir mal so. Weil wenn ich das drinnen mache... Was? Das war doch ein Zombie. Das war ja kein Mensch. Also... Schätze, wir sind doch sicher. Hä? What the fuck? Wer redet da welchen Stoß? Okay. Gut, dann weiter. Ne, ihr seid aber cool, oder? Okay. Dachhain. Nehmen wir den da drüben mit. Holy shit, das war knapp. Okay, ein bisschen knapp, aber cool. So, hier schön. Alles mitnehmen. Alle Pilze, alles Gute. Oh, kau dich selbst.
Us ist The Last of Us. Ich glaube, denselben Joke habe ich schon gemacht. Bisschen Lavendel noch. Hier war nicht so viel Honig. Ich mich freiwillig zum Putzen. Und sie kann die Axt schwingen. Ah, so eine Prinzessin. Angst vor Splittern in ihren zarten Fingern. Wenn das ihr Problem ist. Hey, hier ist doch noch irgendwo Honig, oder? Hier, ich höre noch Bienen. Ah, da hat es ein bisschen versteckt, okay. Da kann schon, ich höre doch hier noch Bienen und die Bienen werden dann im Normalfall leiser. Gut, dann gehen wir mal darüber. Ich weiß, hier haben wir jetzt noch zwei Quests offen oder drei Quests offen, also drei Sachen. Wobei, hier Windrad leer ich hier. Die könnten wir uns theoretisch vielleicht vorher holen. Aber eine Biene hat mich gestochen. Verflucht. Könnten wir uns holen. Ist da vorne, oder? Nee, ist da lang. Hä? Also. Ja, da, Windrad leer ich hier. Ich bin so durstig. Ich glaube, wir holen uns das. Weil wir dadurch noch einen Speicherpunkt bekommen. Ja, ich habe das gesehen hier, das Loch. Da falle ich nicht absichtlich rein. Also ich falle auch wahrscheinlich, wenn, dann eher unabsichtlich rein, aber... Nice. Sowohl ein Checkpoint hier, als auch ein Hemmstoffbehälter. Moment, wie viel braucht denn das? Hier steht nichts von wenig. Und das ist auch Stufe 1 Zeug. Und hier kommen wir hoch. No problem. Das sollte eigentlich mit unserer Stufe auch easy machbar sein. Und... Jo, easy. Okay, jetzt da hoch. Bisschen rüberspringen. Damit wir hier jetzt nicht so weit... Ah, wobei, hier ist eh so ein Ding. Okay, nee. Geht ganz einfach. Jetzt... Oh. Hier. Hoch. Und wir sind da. Sehr schön. Jetzt einmal hier Strom anmachen. Halten die Aktivitätsinfos. Was? So, und jetzt wieder ein bisschen. Wir hatten das, glaube ich, erst einmal. Mit Zeitraffer. Einen Zeitraffer. Wo hier alles schön aufgebaut wird. Sehr schön. Die überspringe ich übrigens nicht, weil die sind cool. Und so oft sehen wir das jetzt auch nicht. Wenn wir es irgendwann dreimal pro Folge machen, dann, ja, werden wir es auch überspringen. Aber es ist cool. Okay, Windrad leer ich hier. Oh, moin, sind wir aufgestiegen? Nee. Alter, fast, aber. Okay, 500 EP. Dort hinten ist es. Speichern brauchen wir jetzt nicht hier unbedingt. Wollte ich noch kurz schauen. Nee, Karte. Okay, also darüber und dann... Okay. Beim Windrad niederlassen. Oh. Jetzt, da der Strom wieder geht. Hast recht. Ist das da oben? Heutzutage bringen sich mehr Menschen um, als durch Befallene getötet. Da ist kein so ein X mit einer Macke, schätze, aber das schaut sehr nach was war ich Maus. Und Sinn, nun, ist hier nicht so leicht zu finden. Na gut, ich riskier's mal lieber nicht. Am Ende verrecken wir jetzt noch und wir müssen das gleich nochmal machen. Ah ja, apropos Hemmstoffbehälter, das daran erinnere ich mich auch nochmal. Das ist zwar jetzt nicht ganz in die Richtung, wo wir hinwollen, aber ich glaube, es ist relativ in der Nähe. Hemmstoffbehälter in der Nähe. Kannst du dich drum kümmern? Definitiv im Lebensgebiet. Sollte bei 11 Metern nicht das... Hä? 5 Meter? 7 Meter. Ach, da hinten. Ah. Oh, hallo. Oh.
Sehr schön. Okay, ist nichts außer noch ein Zombie. Aber sehr schön. Weiterer Hemmstoffbehälter. Der war ja richtig easy. Bequeme Sportschuhe. Ist das gut oder ist es so mittelmäßig? Wir sind immerhin Stufe 2. Sanitäter. Ausdauer, Nahkampfwaffe, Schaden, Einhandwaffe. Heilungsgeschwindigkeit, Schaden, Parkourangriffe, Ausdauer, Minus auf Parkour. Erkennungszeit. Heilungseffektivität. Das hört sich schon gut an. Das nehmen wir. Alright. Dann jetzt aber wirklich mit der Hauptquest. Wir sind schon wieder über 10 Minuten oder knapp 10 Minuten in der Folge. So. Außer natürlich hier ist direkt daneben noch ein Dachhain. Den würde ich schon mitnehmen. Ja, nee, der ist mir ein bisschen zu weit weg. Wir wollen jetzt endlich mit der Hauptquest mal weitermachen. Wir haben Hakon jetzt, glaube ich, schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. So. Also. Hakon, du bist ein besserer Kletterer als dieses verrückte Mädchen, das ich mal kannte. Mann, das war vielleicht eine. Sie wollte sogar das höchste Gebäude der Stadt erklimmen, den Vienziturm. War sie eine deiner Frauen? Beinahe. Aber zu temperamentvoll, selbst für meinen Geschmack. Was ist mit dem Durchgang zum Stadtzentrum? Genau. Schau, von diesem Dach aus kannst du die Basis der Peacekeeper sehr gut sehen. Also haben die Picards in der Stadt das Sagen? Zumindest glauben sie das. Deshalb brauchen sie auch die Uniform und Rangabzeichen. Sie tätowieren sie sich. Sie sind total besessen von Hierarchie. Aber sie kontrollieren die Stadt nicht. Zumindest nicht vollständig. Wer kontrolliert den Rest? Der Colonel. Die Abtrünnigen. Du wirst sie hier nicht antreffen. Vorerst. Peacekeeper, vom Namen her, und dann sind sie von Hierarchien besessen. Hört sich jetzt nicht so schlüssig an. Ihre Philosophie. Also hast du mich hierher gebracht, um einen Blick auf die Peacekeeper zu werfen. Die PKs sind dein Ticket ins Zentrum. Ich sagte dir ja, dorthin kommst du nur durch die U-Bahn-Tunnel. Ich gehe rein und lenke sie vom Bahnsteig ab. Dann gehst du in den Technikraum der U-Bahn. Da drin ist eine Luftschleuse. Durch die kommen wir beide zum Zentralring. Also könnten wir sie nicht einfach fragen, ob sie mich durchlassen? Keine Chance. Im Augenblick verdächtigen sie jeden Unbekannten des Mordes an ihrem Commander. Sie kennen mich. Ich mache manchmal mit ihnen Geschäfte. Lampen von den Mädels oder Waren aus der Dark Zone. Es gibt da vielleicht ein paar Infizierte. Aber nichts, womit ein Pilger nicht fertig wird. Sag Bescheid, wenn du an der Hauptstation bist. Leg dich besser schlafen. Du brichst erst spät heute Nacht auf. Da sind weniger Infizierte in den Tunneln. Also gehen wir jetzt doch hin. Hakon, da ist eine Kreatur, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Wie sieht sie aus? Groß ist sie nicht, aber extrem schnell. Ist wohl ein Flüchter. Die haben oft interessanten Kram dabei. Aber um einen von denen zu erwischen, musst du jagen können. Ist jetzt keine gute Zeit für sowas, Aiden. Geh zu den Tunneln. Was? Warum sagt er, wir haben die noch nie gesehen? Wir haben schon 4 von denen gesehen. Oder mehr. Dieses Band. Wir haben schon ein paar davon getötet. Ist ein bisschen weird, aber okay. Kleinanzeigen der Stadt. Eiersuche. Okay. Sehr geehrte Zuhörer und Zuhörerinnen, Sie werden dies vielleicht seltsam finden, aber für mich ist es etwas sehr Wichtiges. Meine Tochter, Renata, heiratet nächste Woche. Sie sollte eigentlich schon vor über einem Jahr heiraten. Sie hatte 200 Gäste eingeladen. Sie war so glücklich. Aber dann, wie Sie wissen, kam THV. Wir mussten alles absagen. Wir hofften, dass der GRE die Situation unter Kontrolle bringen würde, dass die Einschränkungen mit der Zeit gelockert würden. Aber wie Sie sehen können, ist es bloß schlimmer geworden. Manche der ausländischen Gäste, die wir eingeladen hatten, nun, sie sind nicht mehr unter uns.
Letztendlich entschieden wir, die Hochzeit nur im engsten Kreis auszurichten. Es ist Renata und Waldeck sehr wichtig, dass dies geschieht. Und für mich ist es wichtig, eine Torte für sie zu backen. Das ist in meiner Familie seit Generationen Tradition. Die Mutter backt eine Hochzeitstorte für die Tochter. Leider hat vor einer Woche jemand meine Hennen gestohlen. Ich weiß, dass momentan die meisten Lebensmittel, selbst jedes noch so kleine Ei, ihr Gewicht in Gold wert sind. Aber wenn eine barmherzige Seele ein paar Eier für uns übrig hätte, wäre ich ewig dafür dankbar. Bleibt gesund. Daria. Oh. Ist schon herzerwärmend. Okay, oh. Also hier ist auch ein Ausgang. Hä, wir gehören einfach wirklich hier genau runter. Okay, Frage ist, wie kommen wir da vernünftig runter, ohne zu verrecken? Wahrscheinlich so. Okay, das war jetzt Luck, dass wir nicht einfach nach unten runtergefallen sind, also auf den Level hier. Komm mal her. Oh, da ist übrigens der Flüchtling, den wir vorher gesehen haben. Wow. Ein Schlag bei denen und die Waffe ist jetzt im Arsch. War das die Gute eigentlich schon, die wir hatten? Komm mal hier so ein bisschen her. Hier ist vielleicht ein bisschen nicht so die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Heuler irgendwo jetzt rumsteht. Ich könnte hier auch so ein Ding, so einen Leuchtstab hinschmeißen. Aber ich glaube, das ist einfach besser, allein schon wegen den XP vom Kampf. Außerdem haben wir so noch ein bisschen Option, hier ein bisschen was zu finden, im Sinne von hier Stofffetzen und solchen Sachen. Die meisten von denen sind leider leer. Teile, leer, bisschen Geld, okay. Ja. Okay, da oben ist eine Begegnung, jetzt nicht. Was sagt eigentlich diese eine Quest jetzt? Führt zum sofortigen Übergang zur Nacht. Also, wird es jetzt einfach, warten wir dann, es ist jetzt 21.09 Uhr, warten wir dann für, keine Ahnung, 20 Stunden, bis es wieder Nacht wird, oder geht es einfach instant los? Das wäre nochmal interessant zu wissen. Aber gut, jetzt erstmal Dietrich. Deswegen haben wir wahrscheinlich zwei Dietriche bekommen. Auch wenn zwei Dietriche für ein mittleres Schloss so, naja, sind. So, da ich aber nicht weiß. Da ich folgendes nicht weiß. Wie lang wir jetzt da unten in den Tunneln rumstromern werden. Werde ich nochmal ganz kurz hier meine Immunität auffrischen. Und jetzt da möglichst geschwind runterkommen. Und zwar so, und so und so und jetzt hier runter. Ich glaube, das war vielleicht ganz smart. Oh.
ausgeschult wert Sachen. Ausgeschult ist übrigens auch ein bisschen hart übertrieben. Das sind Sneaker. Hier ist sonst nichts, okay. Bette, ja, schön. Achso, verschlossen. Ich dachte, hier mit dem Dietrich können wir das machen. Aber nope. Hä? Ah! Ich dachte gerade schon, hier der Raum hat aber keinen Ausgang. Ja. Da geht's nie weiter. Gut, dass ich nochmal raufgegangen bin. Weil sonst wären wir jetzt, glaube ich, so ein bisschen im Arsch. Hinterhalt! Hinterhalt! Oder wenn es rot ist. Das war kurz rot. Vielleicht, wenn es rot ist, klappt es nicht mit dem Hinterhalt. Wenn es weiß ist, schon. Das könnte auch noch sein, dass es nicht stufenabhängig ist. Oder vielleicht. Vielleicht ist es stufenabhängig, aber vielleicht ist das zumindest ein guter Indikator. Drei Minuten. Weiß nicht, ob es so klug ist, jetzt hier alle platt zu machen. Wobei, hier sind ein paar Pilze. Zauberpilze. Überall ist im Wunderland. Okay. Ich bin im Tunnel. Okay. Und halte die Augen nach Infizierten offen. Da könnten ein paar sein. Oder ein paar Dutzend. Ich bin schon in der PK-Basis. Ich werfe eine UV-Fackel durch den Lüftungsschacht. Schau, wie die denn zur Hauptstation kommen. Hey, so viel zum Sneaky. Aber... Moment, das ist die richtige Richtung. Haben wir hier noch irgendwas versteckt? Das schaut nicht so aus. Okay. So, das wirst du nicht mehr brauchen, den Molotow-Cocktail. Das nehmen wir. Okay, die muss ich jetzt nicht unbedingt umbringen. Aber die nehmen wir sehr gerne mit. Nehmen wir gleich mal ein, zwei davon. Wobei, die kann ich, glaube ich, über... So, einmal, zweimal, die geben leider nicht viel Immunität. Verpiss dich du da mal. Immunität ist schon wieder niedrig. Okay, bitte geh da rüber. Nicht da weiter. Okay. Alter, Dietrich! Das war lucky! Nehmen wir. Bisschen laut, aber okay.
hoffe, die hören das nicht, das Husten ist. Okay. Das ist jetzt schlecht. Shit. Wir haben hier die Dinge nicht. Okay, jetzt nochmal. Ich hoffe, dahinter ist einfach die Option. Ja. Okay, ist noch einer. Weg mit dir. Ja, du bist mir gerade relativ wurscht. Lass mich dich aufheben. Okay, fuck it. Wir sind weg. Nehmen wir. Jetzt sind wir weg. Oh, paar Pilze. Nehmen wir. Und weg. Okay, wir müssen mal ein bisschen Pilze manchen. Nochmal. Okay, scheiß drauf, dass wir da ein bisschen was übersehen haben. Komm, nochmal ein paar mehr Pilze, aber gut, dass die mir hier die zumindest gut geben. Das ist schon sehr nett. Okay, sonst ist hier sogar gar nichts. Oh, Hinterhalt! Ich hab dich jetzt gar nicht gesehen, mein Freund. Huh. Dreht sich nochmal geschwind zu mir um. Okay, jetzt komm. Da sind nochmal Zauberpilze. Oder ist eine Kiste? Halt. Zur Not nehmen wir halt, wobei wir haben noch so viele Pilze. Also soll jetzt eigentlich kein Problem sein. Dietrich, Mittel nehmen wir. Ah, komm. Alter, ernsthaft? Ums Millimeter? Um den Millimeter? Sache ist, ich glaube, hier sind natürlich keine Hemmstoffe drin, weil sonst würde unser GRE-Schlüssel hier ausschlagen. Das ist eigentlich vielleicht gar nicht so intelligent. Das wäre nämlich ja hauptsächlich meine Hoffnung gewesen. Okay, aber die Pilze dort oben nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Weil die Zeit, die wir brauchen, um die Pilze zu nehmen, also zu pflücken, ist weniger als die Zeit, die wir quasi dadurch bekommen. Das heißt, es ist ein guter Deal. Achso, wir müssen hier durch. Ist das hier drin? Achso, das ist hier drin.
Ah, okay, da war so eine Leiche vor. Tauschkörper. Täuschkörper. Ich dachte Tauschkörper im Sinne von hier Body Swap, wie so beides auch nicht oder sowas, aber nee. Hakon, ich bin bei der Fackel. Sieh dich um. Gott sei Dank. Der Technikertunnel zur Hauptstation sollte gut beleuchtet sein. Ich habe die Wachen schon nach oben gelockt. Ich bequatsche sie, während du reingehst. Arznei plus 3, das ist schön. Oh, ist so, okay. Na denn. Oh, Scheiße. Ja, hallo. Das ist schon ein bisschen ekelhaft, muss ich dir gestehen. Hakon, das sieht nicht gut aus. Hakon! Ja, ich glaube, der redet gerade mit denen und das wäre ein bisschen auf. Ungewöhnlich infizierten Trophäe, immerhin. Okay, jetzt aber. Hä, warum ist da jetzt auf einmal ein Dietrich? Haben wir die nicht gerade schon halb aufgehabt? Ach nee, wir wollten gerade Dietrichen, oder was? Verflucht, ich habe seit 3 Tagen nicht gewartet. Noch ein paar Tage Wachdienst und ich bin ganz grün vor Schimmel. Oh. Ernsthaft? Du wirkst mehr klugscheißer als ein weiser Mann. Hey, ich meine das ernst. Unser Commander wurde ermordet, also werden wir hier mal wieder derselbe Art von Raum und ich habe wieder nicht gecheckt, dass hier ein Lüftungsschacht ist. Geil. Du kriegst von mir 2 Päckchen und keine Zigarette mehr. Nee, dann eben nicht. Haben wir nicht gerade irgendwie 4 Gesundheit bekommen? Zeig mal ein paar von den Fotos. Als kleine Vorschau. Ich sagte, ach, was soll's. Januar. 2 Päckchen. Letztes Angebot. Hä, wie kommen wir da rein? Hä, wie kommen wir da rein? Hä? Da ist offensichtlich was. Okay, vielleicht gehen wir den Umweg. Aber gut, dass Hakon hier ein paar UV-Lampen ausgelegt hat. Das macht mir das Leben doch schon ein bisschen einfacher. Hakon, ich bin drin. 5 Päckchen. Denk drüber nach und ich bin gleich zurück. Ich bin auf der Plattform. Mach die Schleuse auf. Bin gleich da. Öffne die Luftschleuse. Ja, ja, machen wir gleich. Aber zuerst mal, was ich gerade schon gesehen habe, durch. Schauen wir uns das erstmal an. Okay, ich habe das Gefühl, da drüben werden wir entweder entdeckt. Oder hier ist irgendwas Geiles. Hey, wir sind doch im Tageslicht. Also, na, Tageslicht nicht stimmt. Wir sind hier in so künstlichem Licht und das reicht uns nicht. Okay. Ha! Ha! Dammit, ich dachte, hier ist so ein kleines Versteck und hier wäre was, aber. Bullshit. Kommen wir durch hier. Na dann! Was machst du hier drin? Da
das... Wo kam der denn her? Er spazierte durch die Tunnel, elender Basarabschaum. Ist wohl eher ein abtrünniger Spion. Wie ein Abtrünniger sieht er aber nicht aus. Oh shit. Frage ist, haben die uns im UV-Licht gelassen oder nicht? Er ist wach. Was willst du in unserer Basis? Ich versuche nur zum Stadtzentrum zu kommen. Ins Zentrum? Der Tunnel ist zu, bis ihr Lukas Mörder rausrückt. Bazar-Drecksäcke. Keiner von euch weiß was oder hat was gesehen. Und an die Blockade kannst du dich auch nicht erinnern? Vielleicht sollten wir dir zur Strafe die Hände abhacken. Vielleicht erinnerst du dich dann, hm? Wo warst du vor 4 Tagen? Ich bin ein Pilger. Vor 4 Tagen war ich 100 Kilometer weit weg. Genug, Anderson. Wir brauchen die Wahrheit. Und mit Gewalt wird das nichts. Aber Commander Lukas sagte doch immer... Und jetzt habe ich hier das Sagen. Sie haben die Berichte gelesen. Ein Pilger ist vor kurzem im Basar aufgetaucht. Ich glaube, er sagt die Wahrheit. Gehen Sie, Sergeant. Ich will allein mit ihm reden. Wo kommen Sie her? Crossdale River. Das ist über 1500 Kilometer von hier entfernt. Eigentlich sind es über 2000. Die Autobahnbrücken sind eingestürzt. Es gibt keine geraden Strecken mehr. Sie sind ganz schön weit gekommen. Beeindruckend. Wie ist es denn da draußen? Wann waren Sie das letzte Mal außerhalb der Stadt? Vor knapp 15 Jahren. Dann gibt es dort sehr viel weniger Überlebende und sehr viel mehr Infizierte. Wer weiß. Die meisten halten es hier in diesem Höllenloch aus, weil alles da draußen noch so viel schlimmer ist. Meine Frau und ich lebten in England. Ich hatte 2 Schwestern, 2 Brüder. Von denen habe ich seit 10 Jahren nichts mehr gehört. Wo lebten Sie? In London und im Umland. London gibt's nicht mehr, soweit ich weiß. Auf den ganzen Inseln gibt es wohl nur noch 4 Siedlungen. Scheiße. Warum sollte ich den Commander umbringen? Sie haben 4 Tage nach dem Mord versucht, in den Zentralring zu kommen. Und außerdem, an Karls Stelle würde ich auch einen Fremden mit dem Mord an Lukas beauftragen. Ist die sauberste Lösung. Tja, diesen Karl kenne ich aber nicht mal. Sie werden ihn bald kennenlernen. Karl hält alle Züge im Griff. Er ist ein scheinheiliges Arschloch, das den kompletten Basar gegen uns aufgebracht hat. Obwohl wir diese Leute beschützen. Ich dachte, er ist hier der Oberste jetzt, nachdem der Commander tot ist. Oder habe ich irgendwas verpasst? Wobei, vielleicht ist der Oberste vom Militär und der andere ist der Oberste von den Peacekeepern. Also, ja. Wie es außerhalb der Mauern ist? Man weiß nie, wo Gefahr lauert. Immer wieder neue Territorien, neue Gefahren. Sind Sie hergekommen, um Schutz zu finden? Ich kam her, weil ich jemanden suche. Und weil es heißt, dass es in Villador viele Überlebende gibt. Sie suchen also jemanden? Eventuell kann ich Ihnen helfen. Aber umsonst geht das nicht. Geschäfte machen ist mein Ding. Was brauchen Sie? Gleich zum Geschäft. Gefällt mir. Der Tunnel bleibt zu, bis ich den Mörder unseres Commanders finde. Commander Lukas. Seine Leiche wurde im Basar gefunden. Grässlich entstellt. Die Leute im Basar machen uns das Leben schwer. Sie sind stolz und loyal. Verraten würden die niemanden. Aber die Führung verliert langsam die Geduld. Meine Befehle kommen von ganz oben, Pilger. Wenn die Bewohner von Old Villador weiterhin aufmucken, kommt die Armee hierher. Und dann brennen sie den Basar nieder. Das würde ich gern vermeiden. Was wollen Sie von mir? Lukas hatte eine Waffe. Einen seltenen Schlagring namens Lazarus. Er ist der Schlüssel, um den Mörder zu finden. Wenn Sie etwas über den Lazarus erfahren, sagen Sie es mir. Dann zeige ich mich erkenntlich. Er ist sehr wertvoll.
Aber bei seiner Leiche war er nicht. Jemand vom Bazar hat ihn wohl an sich genommen. Alles klar, aber natürlich... Warum sollte ich mit Ihnen zusammenarbeiten? Sie haben mich angegriffen und mich als Mörder beschimpft, ohne jegliche Beweise. Das war ein Fehler. Sie sind ganz offensichtlich nicht der Mörder. Warum suchen Sie ihn nicht selbst? Ich kenne ja doch kaum jemanden. Genau deshalb können Sie mir helfen. Weil niemand mit uns redet. Weil wir für die bloß Besatzer sind. Dabei räumen wir die Straßen frei von den Infizierten und fangen Verbrecher. Aber das ist denen egal. Für die zählt nur, dass wir ihr Essen essen und ihr Wasser trinken. Doch Sie sind ein Pilger. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie den Leuten helfen können. Und Sie sind nicht von hier. Ihnen traut man. Sie wollten mich umbringen. Egal. Wir sind dennoch Ihre einzige Chance, wenn Sie ins Zentrum wollen. Also, helfen Sie mir? Naja, ich muss mich um meinen Kram kümmern, ich werde es versuchen. Ich meine, es wäre halt schon gut, wenn wir die Leute am Bazar retten, weil sonst hier eben, wie gesagt, die das niederbrennen, also. Also wenn ich diese Waffe finde, darf ich dann ins Zentrum? So einfach ist das nicht. Villador hat stark gelitten. Zuerst war es wegen der Infektion von der Außenwelt abgeschnitten. Und dann erwiesen sich die Mauern als die Rettung. Doch die Leute hier lernten, niemanden so schnell zu trauen. Ich gebe den Weg erst frei, wenn ich den Mörder habe. Aber wenn Sie den Lazarus finden, werde ich mich daran erinnern. Wenn die Schuld gesühnt ist, sind Sie der Erste, der durch darf. Tja, dann habe ich wohl keine andere Wahl. Ich werde es versuchen. Sehen Sie sich um. Fragen Sie die Leute und kommen Sie nicht mit leeren Händen zurück. Viel Glück. Irgendwie strikt er mich wie jemand, dass der auch das sein könnte und den entstellt hat und ihn dann dorthin gebracht hat. Sicherheitszone Hauptbahnhof. Alright. Ganz schlechte Karte. Bonus bei Nacht. Ich habe kein Problem mit ihm. Öffnen Sie die Luftschleuse. Oh, wir sind doch ganz gut von hier nach da gekommen. Oh, da, Moment, das ist jetzt hier Hauptbahnhof. Tu, was du nicht lassen kannst. Weil ist denn das jetzt? Entspann dich. Sicherheitszone. Hakon, bist du da? Aiden, Kumpel. Zum Glück lebst du noch. Ja, wurde geschnappt und befragt. Gut. Sie haben dich nicht getötet. Wir treffen uns draußen. Ausruhen. Alter, das ist ja ein riesiger Bahnhof. Ich glaube nicht, dass der Commander von jemandem... Oh, aber hier können wir uns mal ausruhen. Das machen wir. Speichern. Bis zum Einbruch der Dunkelheit. Na super. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn wir dann mit der Mission mit Hakon weitermachen, beziehungsweise eigentlich müsste ja unsere Mission jetzt eine andere sein, oder? Sprechen Sie mit Hakon. Ich glaube, jetzt werden wir Hakon mal dazu befragen müssen, was es so gibt. Okay, na gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns nächstes Mal wieder und bis dahin sage ich Tschüss, Leute!